das zu viel ist, dann brauche ich es nur zu sagen, dann suche ich mir eine andere Auslandskellnerin. Nein, nein. Ich bin ja froh, dass ich es machen kann. Ein bisschen eine Aufgabe braucht der Mensch ja. Es ist nur so, ich meine halt, weil ich halt immer das viele Geld mit mir rumtrage, nicht? Und wo man doch jetzt so viel von den Verbrechen hört und liest. Geh, Frau Blasweiler. Jetzt haben schon so oft für uns das Geld auf die Bank gebracht, dass noch nie was passiert. Ja, ich hab halt immer Angst, dass ich mal überfallen wäre. Oder ja, dass vielleicht einbrochen wird. Schließlich muss ich doch das viele Geld immer mit heimnehmen, weil ich in der Früh erst zur Bank gehen kann. Bei Ihnen vermutet man doch nicht so viel Geld. Meinen Sie? Außerdem gibt es bei uns im Gebirge keine Verbrecher. Das Böse lauert überall, habe ich erst gelesen. Wissen Sie was? Ich habe eine Idee. Ich packe Ihnen das Geld in eine Alufolie ein. Dann denkt ein jeder, das ist eine Brotzeit. Und keiner vermutet ein Geld. Ach, das ist gut. So. Sie, da muss ich direkt aufpassen, dass das mein Mann nicht erwischt. Gesächtes ist er nämlich am liebsten. So, bitteschön. Ja, jetzt frieß nicht so viel, Blasweiler. Jetzt ist Trumpf. Komm, gib's her. Das Gesellst ist ausgezeichnet da. Musst du recht mal fragen, ob es eine Portion mitgeben. Du ewig bist du am Frissen. Du, wenn du so weitermachst, dann wirst du bald zerrissen. Aber was soll ich denn machen? Daheim gibt's nichts. Seit meine Frau den Bussen angenommen hat, da oben auf der Alpspitz. Fassbank wieder auf. Muss ich mit einer Gratis-Farbsorung, hä? Na, so lieb, der Morgen ist der Freitag-Besuchstag, nicht? Fräulein, könnt ihr eine Portion Gesellst haben zum Mitnehmen? Ja, freilich. Ich pack's Ihnen ein, wenn's recht ist. Ja, geh weiter, Fressack. Grün ist gespielt. Drum war ich gefragt. Ja, können wir natürlich nichts machen. Tropf. So ein Glück wie du möchte ich auch einmal haben. Ja, du, dieses Können, das hat mit dir gar nichts zum tun. Na, ich geh jetzt heim. Deine Frau wartet sicher schon. Zum Essen? Okay, du brauchst doch heute eh nichts mehr. Nach den Portionen, die du heute verdruckt hast. So, da war ich ja gerade bezahlt, ist ja schon. Und noch eine Runde Bier und für den Herrn eine Portion 60. Nein, nein, es geht nicht, wirklich nicht. Ja, jetzt komm, jetzt eine Runde noch, jetzt rasch. Ich weiß nicht, das ist doch. Du, bloß weil er so jung kommt, nicht mehr zusammen. Jetzt sei kein Spielverderber. Ja, ja. Also eine Runde noch, ne? Also die Runde steht und das Gesicht ja. Alfons? Bin beim Schafkopfen. Das kann noch länger dauern. Und Essen braucht er auch keins mehr. So, also. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ihn, kann man die Hosen ordentlich auszogen, ne? So viel Glück kannst du aber auch bloß du haben. Können ist das, reines Können, kein Glück. Spielen wir noch eins. Ach du, es ist schon 12 Uhr durch, in 6 Stunden muss ich schon wieder in Dienst. Aufpassen, dass die Leute Karten drauf abstempeln, kannst du auch im Halb schlafen. Und die Frau? Die lebt schon. Die steht wahrscheinlich mit dem Nudelholz hinter der Tür und deswegen traust du nicht heim. Also spielen wir noch eins, so jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Also, noch eine Runde. Oha,
Freitag der 13. Schlaft schon. Das ist. Morgen, Alfons. Aufstehen. Morgen. Ein bisschen spät gewesen gestern. Ja, das kann man wohl sagen. Ich muss jetzt gehen. Schon wieder. Wir sehen uns ja kaum noch. Ja, mal, da bin ich aber nicht dran schuld. Außerdem kommst du doch heute rauf und besuchst mich, oder? Ja, klar, ist ein Freitag. Ja, der 13. Oje. Mein Glückstag. Also, bis später. Du, ja? Der Kaffee ist in der Thermoskanne, gell? Danke. Servus. Servus. Grüß Gott. Ich möchte Geld einzahlen für die Alpspitzrestaurant GmbH. Das sind lauter kleine Scheine, aber das macht Ihnen ja wahrscheinlich nichts aus. Ein bisschen Wechselgeld kann man ja immer brauchen. Das ist aber nicht da hinten anstellen. Ja. Na, hallo. Der Herr Direktor persönlich. Ein ziemlich müder Betrieb. Sie kriegen Ihre Augenkammer auf. Wer bloß nicht frech, sonst lass er die hinten anstellen. Der Herr Direktor wollen sicher die Steuereinheit kontrollieren, wie immer. Jawohl, wie immer. Nach 10, ob noch alle Zahnräder drauf. Das Personal ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Du, noch ein Wort, gell? Das war halt das letzte Mal. Bitte in die vordere Kabine. Herr Direktor, der Herr Walter hat heute Dienst. Ja. Ah, der Herr Walter. Danke. Ja, aus wie ist das im Leben, gell? Unsere einer muss überall zahlen. Die Herren Direktoren, die können gratis fahren. Was, Walter? Grüß Gott, Alfons. Kannst du ruhig nach hinten gehen? Ist noch frei. Ah, danke. Vorsicht, die Türen werden geschlossen. Wir starten Blasweiler. Tietke. Tietke. So. Leider ist das Wetter nicht so schön, ne? Oben ist es wunderbar, ich spüre Ihnen. Ja. Ich habe meine Brotzeit immer selber bei mir. Da weiß man, was man hat. Wissen, seit ich ein Rentner bin, bin ich ein noch geschleckterer. Wie bitte? Ja, noch wählerischer. Also.
Ja, aber sagen Sie mal so viel. Ich meine, wird Ihnen denn das nicht schlecht im Rucksack? Oh, das ist ja fachgerecht verpackt. Hier, da haben wir die Butter in der Frischhaltedose. Aha. Das ist der Käse. Ja. Brotzeitpapier. Das ist das Feinste. Ein Gselchts. Wollen Sie mal probieren? Ja, was ist denn das Gselchtes? Ein Geräuchertes. Ein Gselchts. Ach, ein Gselchts. Oh, jetzt kenne ich schon ein Wort Bayerisch. Dann packen Sie das mal wieder weg. Wir gehen schon wirklich einmalig. Ja, aber das darf ich nicht essen. Das ist ja viel zu fett. Was mein Gselchts zu fett? Aber gehen Sie gnädigste. Also wissen Sie, was ich am liebsten esse? Buletten und Kartoffelsalat. Was? Ach so, bei Ihnen heißt das, glaube ich, Fleischpflanzen. Ah, Fleischpflanzer. Pflanzer. Damit kann ich nicht dienen. Das geht, das ist nichts. Sie wissen gar nicht, was Sie jetzt versäumt haben. Mein Gselchts. Gselchts. Oh, ja, perfekt. Dann will ich Sie jetzt auch nicht weiter stören. Jetzt bleiben Sie halt da. Sie stören überhaupt nicht, wenn Sie uns Gesellschaft leisten. Ne? Da bin ich fertig, dann hole ich meine Frau. Ach, wissen Sie, das ist das Schöne in Bayern, dass man überall immer gleich Anschluss findet. Wissen Sie, ich lebe in Berlin ganz allein in einer großen Wohnung. Und da haben Sie keinen Kontakt, gell? No, das schon. Aber mehr Herzlichkeit, also die findet man schon hier in Bayern. So, jetzt ist alles bereit. Ja. Das Gesellschaft können Sie inzwischen auspacken. Na, na. Ich hole meine Frau. Was wollen Sie denn trinken? Ein Bier vielleicht? Nee, lieber ein Mineralwasser. Mineralwasser? Das nehmen wir zum Gurgeln. Also gut, dann trinke ich auch ein Bier. Das ist der erste Schritt zum bayerischen Wesen. Ja, was machen Sie denn da? Was soll ich machen? Ja, Ihre Frau ist überfallen worden. Meine Frau? Gottes Willen. Wo? In Garmisch, die Polizei hat gerade angerufen. Das ganze Geld ist weg. Die Tagesendung von Mittwoch und von Donnerstag. Was soll ich denn tun? Am besten fahren Sie runter und schauen, was sich machen lässt. Ihre Frau ist sehr aufgeregt. Beruhigen Sie es. Ja, machen Sie sich's bequem. Probieren Sie das Gesellschaft. Da haben Sie meinen Dauerausweis. Ja, der Herr Klein bringt Ihnen was zum Trinken. Ja, für die Bahn. Für die Bahn, ja. Ja. Passen Sie auf meinen Rucksack. Selbstverständlich. Ja. Wiederschauen. Entschuldigen Sie. Klein, Tietke. Ja. Möchten Sie was trinken? Ja, gern. Ein großes Bier, bitte. Ein großes Bier, ja. Zählen Sie ein großes Bier für die Dame, bitte. Umschauen, würden Sie so lieb sein und sich um die Sachen von den Herren kümmern? Danke. Ja. Jetzt sind Sie, räumen doch den Tisch da ab und der Rucksack kommt zu mir. Gut. Ist Gott, ich bin noch frei.
Sie machen vielleicht Sachen. Ich hab's Ihnen ja gleich gesagt, dass ich mal irgendwann überfallen werde. Jetzt ist mir so nicht schon so auf. Es ist ja gut. Jetzt kommen wir doch erst einmal rein. Ne? Ja, also, wissen Sie, es war so. Ich geh da. Frieda! Frieda, da geht's her! Frieda! Frieda! Ich muss sofort wieder nach oben. Es ist dringend, ganz dringend. Können wir nicht gleich los? Wir fahren nach Fahrplan. Das war's so. Frieda! Frieda, da geht's her! Da geht's her! Da geht's her! Da geht's her! Was ist denn? Ach, Alfons, es ist ja so schrecklich. Freitag, der 13., das hat er so kommen müssen. Und ich hab doch noch gesagt, dass ich Angst hab, dass mir mal einer das Geld klaut. Wie ist denn das eigentlich passiert? Na ja, auf der Straße hat mich halt einfach einer angerempelt. Und da ist meine Tasche runtergefallen und dann hat er das Backerl mit der Silberfolie einfach austauscht. Das ist ein alter Trick, ich hab's doch schon mal im Fernsehen gesehen. Silberfolie? Ja, weiß, der Herr Klein hat mir halt das Geld in der Silberfolie eingewickelt, damit's nicht so auffällt. Ja, das ausschaut für eine Brotzeit. Brotzeit und Silberfolie. Ja, und wenn ich auf der Bank das Backel aufmache, ist da ein Greicherz drin. Genauso eins, wie es du so gern magst. Wie gesagt, in der Silberfolie. Gib mir mal meinen Rucksack. Ja, wo ist denn meins? Ich habe auch eins dabei gehabt in Silberfolie. Was, du auch? War das vielleicht im Kühlschrank drin? Klar, wo denn sonst? Ja, du, das Geld ist doch auch im Kühlschrank gelegen. Wie kommt denn das Geld in den Kühlschrank? Ich hab halt gemeint, da ist es am sichersten. Du bist gut. Geld im Kühlschrank. Das du, dann haben wir es vielleicht vertauscht. Höchstwahrscheinlich. Der Klein? Ja. Ja. Wo haben Sie mein Gesellschafts? Was denn, mein Greicherz? Ich weiß nicht, wer mein Greicherz ist. Ein Backel liegt Silberfolie. Es war da am Tisch gelegen. Jetzt wird er die Zenzi einpackt haben mit samt dem Rucksack. Zenzi, komm doch einmal einen Moment her. Ja. Ein Backel in Silberfolie. Wo haben Sie denn das hin? Da war kein Backel in Silberfolie. Das hätte ich doch gemerkt. Jetzt regen Sie noch nicht so auf. Ne? Das wird halt wahrscheinlich diese nette Dame da, die wo sie grüß Gott. Die Berlinerin. Ja, die, wo bei Ihnen dabei war, die Berlinerin. Da war ihr Geld drin. Was denn? Und mein Gesellschafts hat's auf die Bank gebracht. Ja, aber. Aber Ihre Frau, die ist doch überfallen worden. Ja, ja, nein. Ja, aber dann haben wir die vielleicht das Geräucherte geraubt. Ja. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Die vom Erdboden verschwunden, das Backerl. Ja, also wenn da wirklich das Geld drin war. Dann hat sich der, der es gefunden hat, bestimmt sehr gefreut drüber. Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander, wie Regen und Sonnenschein. Nach so viel Pech muss einmal ganz bestimmt ein ganzer Haufen Glück kommen, gell? Komm, setz dich. Ja. Du, ich glaube, ich träume. Da fliegt doch Geld von Ihnen. Ja, das ist ja wirklich ein Geldschein. Du, ich träume nicht. Das ist ja echter. Das ist bitte. Wirklich. Soll nur einer sagen, dass der Freitag der 13. kein Glückstag ist. Glück oder Pech, anschwöre da. Am nächsten 13. bleibe ich im Bett. Alles
alles vollständig. Bin ja mal schon froh, dass alles wieder da ist. Wir freuen uns schon sehr, gell, Alfons? Ja, mein, das ist wieder. Okay, bitte. Das nächste Mal, den Kühlschrank gehört nur das Geräucherte. Ja, da sind Sie, ja. Ja, grüß Gott. Meine Frau. Freue mich. Also, die Gebirgsluft macht ja wirklich hungrig. Jetzt würde ich ja gern ein Stückchen von Ihrem Geselchten da probieren. Es tut mir leid, das ist zu spät. Wieso? Das Geselchte hat sich nämlich in Geld verwandelt. Ach, wie geht denn das? Ja, mei, bei uns in Bayern, da ist vieles möglich. Oh ja. Na, also, wie kam denn das? Ja, jetzt kommen wir mal. Ist nämlich so. Das kann man nicht so einfach erzählen. Das ist ja Dankeschön. Du, Lenz, aufpassen, gell? Servus. Servus, jetzt mach's ein bisschen schneller. Ja, mach's ja nichts. Mami, mach dir nichts. Dankeschön. Danke. Ah, servus, servus. Danke. Alles gut. Besten Dank, die Brautpaar in die Mitte, der Pfarrer, ein bisschen weiter ran, da dreht die um, auch nicht so langsam. Und ihr kommt ein bisschen weiter vor, geht ein bisschen zusammen, da sitzen wir gerne da in der. So, jetzt glaube ich, haben wir. So, jetzt könnt ihr fotografieren, gell? Gut. Dass die zwei noch mit zusammengekommen sind. Schneidegg und die Ostern, das haben sie doch noch nie gekriegt. Wenn's Geld zum Geld kommt, das hat schon immer zusammenpasst. Da ist schon was weiß du. Die zwei reichsten Familien im Ort. Grüß dich, Max. Was ist denn das da? Ich hab mir gedacht, du riechst keine Hochzeiten mehr aus. Grüß dich, Sepp. Weißt du, ich kenne die Gerte schon so lang. Sie hat mir so drum bettelt. Deswegen mache ich noch mal einen Hochzeitslager. Aber es ist gewiss das letzte Mal. Wer ist denn der Geschäftler da? Videofilmer. Aber der Schneidegger hat ihn engagiert, der soll die ganze Hochzeit filmen. Aber jetzt langt's mal. Also kommt, stellt euch auf jetzt. Kommt, stellt euch auf. Auf geht's, Leute. Jetzt packt was. Hier geht's voraus. Also. Offiziell zu meinem Bruder. Er ist das nicht mehr oft sehen. Der früher ist Fusi. Ja, die Gerti ist in jeder Beziehung eine Nummer zu groß für dich. Das musst du schon einsehen. Jetzt hast du auspussiert. Schau dir das genau an, die Braut, Hofstetter. Ist vielleicht das letzte Mal für lange Zeit, dass du das zu Gesicht bekommst. Falls unser Prinz die Braut nicht in ein Luftschloss entführt. Lasst es gut sein, Burm. Heute wollen wir lustig sein. Komm, trink mal ran. Platz, da wird uns niemand finden. Das alte Heustadel auf dem Buckelwies.
Mit unseren kleinen Tennisspielchen. Geh, korrekt. Nach den Flitterwochen bin ich eh wieder zu steil. Was willst du mit deinem Mann? Den kannst du doch eh vergessen. Er hat doch eh nie Zeit für dich. Das stimmt. Aber was wird denn dein liebes Frauchen dazu sagen? Geh auf! Die Gerd ist ein liebes Mädel. Aber bis der das gespannt, vergeht er ewig. Bitteschön. Dankeschön. Wer heute keinen Rausch hat, ist selber schuld. Komm, halt dich ein bisschen zurück. Muss das uns nicht schon vor dem Abendessen beweisen. Geh, Bruder, Herz, die Entführung machst doch eh du. Kann ja nicht mehr viel passieren. Also nachher, Prost. Prost. Ex. Prost. Vielleicht hat's der Lenz nur im Spaß gesagt. Der ist doch schon betrunken. Nein, nein. Der hat das ganz ernst gemeint. Ich möchte ihn gar nicht mehr sehen. Ich hab dir ja immer von der Heirat abgeraten. Bei mir wolltest du es ja nicht glauben. Ja, du warst der Einzige. Gerdi, bitte, komm mit mir. Nur eine halbe Stunde. Was soll das bringen, Simon? An einem Tag wie heute? Wenn nicht heute, wann denn dann? Ich hab dich beobachtet. Kein einziges Mal hast richtig gelacht. Du hast nur so das Gesicht verzogen. Und früher, da hast du immer so schön gelacht. So richtig von Herzen. Gerdi, komm, komm mit mir. Das geht nicht. Das ist jetzt so entschieden worden. Ja und? Von wem ist das entschieden worden? Zu laut. Wenn es jemand hört. Du hast es jedenfalls nicht entschieden. Das waren schon eure Eltern. Denen hat es schon verdammt gut in Kram gepasst, dass ihr zusammenkommt. Ich hab mich schon auch gefragt. Das darfst man glauben. Wen willst du denn damit anlegen? Doch nur dich selbst. Mir brauchst nichts vor mir. Hast du dich selbst gefragt, ob du das wirklich willst? Verstehst du das denn nicht? Du hast nur ein Leben. Bring mich raus hier. Kirmeier, schau bitteschön, dass der Linz nicht so viel sauft. Der soll lieber mehr tanzen. Weiterhin ja schon. Schon gut, Frau Schneidecke, ich pass schon auf. Hast du die Braut gesehen? Ich habe jetzt keine Zeit, Opa. Ich brauche noch 400 Punkte, dann habe ich einen neuen Rekord. Scheiße! Kirmeier, ich glaube, die Gerd ist weg. Ich hab schon überall nachgeschaut.
Wenn die wer anders entführt, mache ich die dafür verantwortlich. Na, mal halblang, ja. Da ist halt die Entführung übernehmen. Wir wollten die Gerte nur im Nebenraum von unserer Wirtschaft verziehen. Ja, geschäftstüchtig war's ja schon immer, ihr Schneidecker. Der Hofstädter ist der Einzige, der nicht da ist, außer der Gerti. Du, wenn da irgendwo schiefläuft, wir haben so viel Zeit für die Hochzeit. Mach dich haftbar. Ja, ja, schon gut, Maria. Zuerst muss ich die Gerti mal finden. Und dann schauen wir weiter. Den Strauß hab ich. Mit sich müssen auf jeden Fall die anderen zwei. Tanzt einfach weiter, hübsche Madeln sind nicht nur da. Ich richte es dann schon. Tut's einfach so, als sei nichts passiert. Die Leute dürfen nichts merken. Ich hole jetzt die Gerte zurück. Sie haben da gerade gefilmt, wie die Braut nass ist. Ja, warum? Und wo sind Sie, die zwei? Die sind mit dem Auto weggefahren, mit einer Ente. In Richtung Mittenwalder Straße. Da wird uns niemand finden. Das alte Heustadel auf dem Buckelwiesen. Was sich der Lehrer bloß davon verspricht, dann bringt mir die ganze Hochzeit durcheinander. Entschuldigung. Siehst? Ja, grüß Gott. Entschuldigen Sie, ist die Gerte gerade bei Ihnen? Wer? Die Gerte, die Tochter des Hauses. Ich bin der Hochzeitslader und suche sie. Was? Sie ist schon davon? Der Lenz, der ist doch kein Mann für so ein sensibles Mädel. Aber ich hab's ja aber schon gesagt, aber auf mich hört doch keiner. Ich hab nicht einmal zur Hochzeit mit dürfen, weil jemand das Haus hätten muss, gell? Ach, solcher Nachschmarrn. Denen geht's ganz recht. Und der Gerti, halt ich die Daumen, dass niemand findet. Die Gerti ist schon da. Weißt du was? Nein, die ist noch nicht da. Und der Lenz? Der ist doch sauer, der hat geschrien, dass ihm seine ganze Hochzeit versaut. Da brauchst du gar nicht mehr reingehen. Gerte, Gerte, das hätte ich nicht gedacht, dass du mich so hängen lässt. Zuerst bettelst du mich um alles in der Welt, dass ich deine Hochzeit ausrichte und dann verschwindest. Auf nimmer Wiedersehen. Na, das ist nicht recht. Aber vielleicht ist da, wo sie überhaupt keiner sucht. Lenz, du kannst doch nicht allebei mit der Schnurren tanzen. Leider reden doch schon. Na und? Mit meiner Braut kann ich schließlich nicht tanzen. Ich will vielleicht die ganze Zeit Trübsal blasen, bloß weil die Gerte nicht da ist. Aus, du gehst mit.
Sie jetzt gar nicht mehr kommt, das ehrenwerte Fräulein Ostler? Sie kommt schon wieder, keine Sorge. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Es ist schon anderthalb Stunden fort. So ist nicht zu. Der Hochzeitslader ist auch nicht da. Eine saubere Hochzeit ist das. Und ich, Rimpfig, lass mich auch noch breitschlagen und zahl die Hälfte von der ganzen Hochzeit, obwohl es gar nicht der Brauch ist. Da hast du was Saubers ausdenken. Ja, hör doch auf. Warum ist denn fort die Gerdi? Weil der Lenz sich so rührend um sie kümmert, oder was? Jetzt hört's auf zum Streiten. Ich mach mich jetzt auf die Suche. Vielleicht find ich's ja. Komm, leider, immer. Hallo, Savitschi. Ich bin so durcheinander, weil die Braut verzogen worden ist. Und keiner weiß, wo es hin ist. Ja, mein Sohn, die Wege Gottes sind verschlungen und rätselhaft. Ja, das sind sie in der Tat. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ich fahr wieder zurück, so wahr mir Gott. Helfe! Sie wissen nicht, wo die Braut sein könnte. Mein Sohn, man sollte öfter die Stellvertreter Gottes zu Rate ziehen. Ja, gescheiter Rat werden wir lieber. Letzten Endes führen alle Wege zu Gott. Auch die Umwege. Entschuldige. Aber wenn mich deine Stellvertreter jetzt auch schon anlegen. Was machst du denn für Sachen? Es tut mir leid, Onkel Max, aber ich kann nicht zurückgehen. Der Unsinn, was redst du denn da? Freilich kommst du zurück. Ich gehe nicht zurück. Ja, und warum nicht? Weil mir die Augen aufgegangen sind. Weil mir die Lenz überhaupt nicht braucht. Weil wir nie zusammenpasst haben. Und nie zusammenpassen werden. Und weil er mich belogen hat. Mein Gott, Madel, hättest du das nicht einen Tag früher überlegen können? Weil mir erst heute klar geworden ist, dass das mit dem Lenz niemals gut gehen kann. Und dass ich so nicht glücklich werde. Gerdi, wir kennen uns jetzt schon 25 Jahre. Du sagst Onkel Max zu mir, obwohl wir nicht verwandt sind. Und ich gebe dir jetzt einen Rat. Komm zurück zu deiner Hochzeit. Das kannst du doch deiner Familie nicht antun. Genau das ist es doch, ihre Familie. Es geht immer nur um ihre Familie, nie um die Gerdi selbst. Wir haben sie einen schönen Floh in Sorge gesetzt. Nein, Onkel Max, das stimmt nicht. Simon war nur zum richtigen Zeitpunkt zur Stelle. Er hat mir klargemacht, was ich eigentlich immer schon gespürt habe. Dass ich auf meine innere Stimme hören muss. Ich wollte doch eigentlich immer mit Simon zusammen sein. Aber alle waren es dagegen. Ich gehe nicht zurück. Das ist jetzt entschieden. Du bist gut. Wie stellst du das vor? Was soll ich dir leid sagen? Dir wird schon was einfallen, Onkel Max. Es tut mir leid, dass ich dich in so eine missliche Lage bringe. Das war wirklich nicht meine Absicht, das darfst du mir glauben. Ich glaub das ja. Aber. Bitte, Onkel Max. Du musst mir jetzt was versprechen. Sag mal, spinnst du? Jetzt fahr ich aber noch hin drauf. Wann ist der Kirmeier? Komm. Und? Hast du es gefunden? Ja. Ja, wo ist's? Das werden Sie gleich erfahren. Fahrt hinter mir her. Musik.
Wo ist sie? Ja, Kruzi Türken, hast du sie nicht gefunden? Doch, ich hab's gefunden. Aber ich hab der Gerde was versprochen. Was soll das heißen? Steckst du vielleicht mit ihr unter einer Decke? Ach, hey, Mensch, das hat doch keinen Sinn. Lass ihn doch erst einmal reden. Mein Gott, was ist denn los? Ist der Gerde was passiert? Nein, nein, Maria, keine Angst. Der Gerde geht's gut. Du wirst das gleich erfahren. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und seit über 30 Jahren Hochzeitslader. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Man lernt eben nie aus. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Wo ist die Braut? Sag endlich, wo meine Frau ist. Also gut, Leute, hört's zu. Ich habe euch jetzt was mitzuteilen, was im ersten Moment sehr traurig klingt. Aber für mich schaut so aus, als ob das eher ein großes Glück ist. Respektive gerade wird. Die Gerde möchte mit dem Simon Hofstetter zusammenbleiben. Was sagst du da? Du Lump, du Herrschaftszeiten! Hör doch mal auf! Also los, Max, erzähl schon. Aber komm gleich zur Sache. Also gut. Ich hab die Gerde getroffen. Und sie hat mir von dir erzählt. Von dem Mannsbild, der nicht weiß, dass zur Liebe auch eine Zärtlichkeit gehört. Und dass er oft betrunken ist. Und sie schon mal geschlagen hat. Und dann hat es von ihrer inneren Stimme geredet, die ihr schon immer gesagt hat, sie möchte mit dem Simon zusammen sein. Wenn der Bräutigam schon vor der Hochzeit so lieblos zu seiner Braut ist, wie mag er erst dann nach der Hochzeit werden? Die Gerte hat sich ihre Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Aber jetzt, wo sie mal getroffen ist, da sei ihr ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Lenz, du wirst es jetzt nicht einsehen oder verstehen. Aber langfristig ist das die richtige Entscheidung. Das wäre nie gut gegangen mit euch zwei. Kiemeier, du musst mir jetzt sagen, wo die Gerte ist. Ich muss selber mit ihr reden. Tut mir leid, Linz. Das kann ich nicht. Ich hab's der Gerte versprochen. Und am Schluss habe ich der Gerte nur eine Frage gestellt. Bist du jetzt glücklich? Und sie hat gesagt, so glücklich bin ich mein ganzes Leben noch nicht gewesen. Tja, tut mir leid, dass meine letzte Hochzeit so ausgeht. Aber ich kann die Gerte nicht verurteilen. Sie hat sich für ihr Herz entschieden und gegen die liebabtötende Vernunft. Und mit meiner ganzen Lebenserfahrung kann ich euch nur sagen, hört auf eure innere Stimme. Das war's, Herrschaften. Die Braut wird heute nicht mehr hierher zurückkehren. Doch, aber nur kurz. Ich wollte mir nicht so feig davonstehlen. Es tut mir leid, Lenz, aber Ewigkeit kann manchmal recht kurz sein. Ich gehe mit dem Simon nach München. Das war's. Macht's es gut. Aber so geht es doch nicht. Tun Sie doch irgendwas. Tja, Gottes mit den Liebenden. Hofstetter, ist vielleicht das letzte Mal für lange Zeit, dass du das zu Gesicht bekommst. Falls unser Prinz die Braut nicht in ein Luftschloss entführt. Lasst es gut sein, Burm. Heute wollen wir lustig sein. Komm, trink mal ran. Ich muss meinen Platz, da wird uns niemand finden. Das alte Heustadel auf dem Buckelwies. Thank you.
Gerti! Gerti! Darf ich um den nächsten Platz bitten? Ich bitte gern, Gerd. Du musst ganz schnell mal hinaus. Gell? Ist gut, ich warte dabei. Oh! Bravo! Sei doch nicht das so. Schade, Nils. Jetzt ist es wohl vorbei mit unseren kleinen Tennisspielchen. Korrekt. Nach den Flitterwochen bin ich eh wieder zu steil. Was willst du mit deinem Mann? Den kannst du doch eh vergessen. Er hat doch eh nie Zeit für dich. Das stimmt. Aber was wird denn dein liebes Frauchen dazu sagen? Geh auf! Die Gerd ist ein liebes Madel. Aber bis der das gespannt, vergeht eine Ewigkeit. Unten, bitte schön. Dankeschön. Wer heute keinen Rausch hat, ist selber schuld. Komm halt ein bisschen zurück. Muss er uns nicht schon vor dem Abendessen beweisen? Geh, Bruder, dein Herz. Die Entführung machst du doch eh du. Kann ja nicht mehr viel passieren. Also nachher. Prost. Prost. Ex. Prost. Vielleicht hat's der Lenz nur im Spaß gesagt. Der ist doch schon betrunken. Nein, nein. Der hat das ganz ernst gemeint. Ich möchte ihn gar nicht mehr sehen. Ich hab dir ja immer von der Heirat abgeraten. Bei mir wolltest du es ja nicht glauben. Ja, du warst der Einzige. Ja, aber. Ja, ja. Also eine Runde noch, ne? Also die Runde steht und das Gesicht, ja. Alfons? Bin beim Schaufkupfen. Das kann noch länger dauern. Und Essen braucht er auch keins mehr. So, also. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ihn, kann man die Hosen ordentlich auszogen, ne? So viel Glück kannst du aber auch bloß du haben. Können ist das, reines Können, kein Glück. Spielen wir noch eins. Ach du, es ist schon 12 Uhr durch, in 6 Stunden muss ich schon wieder in Dienst. Aufpassen, dass die Leute die Karten brav abstempeln, kannst du auch im Halbschlaf. Ne? Und die Frau? Die bleibt schon. Die steht wahrscheinlich mit dem Nudelholz hinter der Tür und deswegen traust du nicht heim. Also spielen wir noch eins. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Also, noch eine Runde. Freitag der 13. Also, schlaft schon. Das ist. Morgen, Alfons! Aufstehen! Gesichtes. Ein Geuchertes. Ein Gesichts. Ein Gesichts. Oh, jetzt kann ich schon ein Wort bayerisch. Dann packen Sie das mal wieder weg. Wir gehen schon wirklich einmalig.
Aber das darf ich nicht essen, das ist ja viel zu fett. Was meinst du, hältst du zu fett? Aber ganz gnädigste. Also wissen Sie, was ich am liebsten esse? Buletten und Kartoffelsalat. Was? Ach so, bei Ihnen heißt das, glaube ich, Fleischpflanzen. Ah, Fleischpflanzer. Pflanzer. Damit kann ich nicht dienen. Das geht, das ist nichts. Sie wissen gar nicht, was Sie jetzt versäumt haben. Mein Gesellschts. Gesellschts. Oh, ja, perfekt. Dann will ich Sie jetzt auch nicht weiter stören. Jetzt bleiben Sie halt da. Sie stören überhaupt nicht, wenn Sie uns Gesellschaft leisten. Ne? Da bin ich fertig, dann hole ich meine Frau. Ach, wissen Sie, das ist das Schöne in Bayern, dass man überall immer gleich Anschluss findet. Wissen Sie, ich lebe in Berlin ganz allein in einer großen Wohnung. Und da haben Sie keinen Kontakt, gell? No, das schon. Aber mehr Herzlichkeit, also die findet man schon hier in Bayern. So, jetzt ist alles bereit. Ja. Das Gesellste können Sie inzwischen auspacken. Na. Ich hole meine Frau. Was wollen Sie denn trinken? Ein Bier vielleicht? Nee, lieber ein Mineralwasser. Mineralwasser? Das nehmen wir zum Gurgeln. Also gut, dann trinke ich auch ein Bier. Das ist der erste Schritt zum bayerischen Wesen. Ja, was machen Sie denn da? Was soll ich machen? Ja, Ihre Frau ist überfallen worden. Frau? Ah, Gottes Willen. Wo? In Garum ist die Polizei hat dran angerufen. Das ganze Geld ist weg. Die Tagesendungen vom Mittwoch und vom Donnerstag. Was soll ich denn tun? Am besten fahren Sie runter und schauen, was sich machen lässt. Ihre Frau ist sehr aufgeregt. Beruhigen Sie es. Ja, machen Sie sich's bequem. Probieren Sie das Gesellschaft. Da haben Sie meinen Dauerausweis. Ja, der Herr Klein bringt Ihnen was zum Trinken. Ja, für die Bahn. Für die Bahn, da. Ja. Passen Sie auf meinen Rucksack. Selbstverständlich. Ja. Wiederschauen. Entschuldigen Sie. Klein, Tietke. Ja. Möchten Sie was trinken? Ja, gern. Ein großes Bier, bitte. Ein großes Bier, ja. Zählen Sie ein großes Bier für die Dame, bitte. Der ist doch sauer, der hat geschrien, dass ihm seine ganze Hochzeit versaut. Da brauchst du gar nicht mehr reingehen. Gerte, das hätte ich nicht gedacht, dass du mich so hängen lässt. Zuerst bettelst du mich um alles in der Welt, dass ich deine Hochzeit ausricht und dann verschwindest. Auf nimmer Wiedersehen. Na, das ist nicht recht. Aber vielleicht ist da, wo sie überhaupt keiner sucht. Linz, du kannst doch nicht alleweil mit der Schnurren tanzen. Leider reden doch schon. Na und? Mit meiner Braut kann ich schließlich nicht tanzen. Ich will vielleicht die ganze Zeit Trübsal blasen, bloß weil die Gerti nicht da ist. Gar nicht mehr kommt, das ehrenwerte Fräulein Ostler. Kommt schon wieder, keine Sorge. Jetzt warten wir noch ein bisschen. Ein bisschen ist gut. Es ist schon anderthalb Stunden fort. So ist nicht zu. Der Hochzeitslader ist auch nicht da. Eine saubere Hochzeit ist das. Und ich, Rümpfig, lass mich auch noch breitschlagen und zahl die Hälfte von der ganzen Hochzeit, obwohl es gar nicht der Brauch ist. Du hast aber sauberes Ausdenken. Ja, hör doch auf. Warum ist denn fort die Gerti? Weil der Lenz sich so rührend um sie kümmert, oder was? Jetzt hört's auf zum Streiten. Du machst mich jetzt auf die Suche.
Vielleicht finde ich es ja. Komm, leider, immer. Hallo, Savitschi. Ich bin so durcheinander, weil die Braut verzogen worden ist. Und keiner weiß, wo es hin ist. Ja, mein Sohn, die Wege Gottes sind verschlungen und rätselhaft. Ja, das sind sie in der Tat. Aber das ist mir jetzt wurscht. Ich fahr wieder zurück, so war mir Gott. Helfe! Sie wissen nicht, wo... Also, schlaft schon. Das ist. Ja. Morgen, Alfons! Aufstehen! Morgen. Ein bisschen spät gewesen gestern. Ja, das kann man wohl sagen. Ich muss jetzt gehen. Schon wieder. Wir sehen uns ja kaum noch. Ja, mal, da bin ich aber nicht dran schuld. Außerdem kommst du heute rauf und besuchst mich, oder? Ja, klar, ist ein Freitag. Ja, der 13. Mein Glückstag. Also, bis später. Du, ja. Der Kaffee ist in der Thermoskanne, gell? Danke. Servus. Servus. Bis gut. Ich möchte Geld einzahlen für die Alpspitzrestaurant GmbH. Das sind lauter kleine Scheine, aber das macht ja nun ja wahrscheinlich nichts aus. Ein bisschen Wechselgeld kann man ja immer brauchen. Das geht aber nicht da hinten anstellen. Hallo. Ich muss jetzt gehen. Schon wieder. Wir sehen uns ja kaum noch. Ja, mal, da bin ich aber nicht dran schuld. Außerdem kommst du heute rauf und besuchst mich, oder? Ja, klar, ist ein Freitag. Ja, der 13. Mein Glückstag. Also, bis später. Du, ja. Der Kaffee ist in der Thermoskanne, gell? Danke. Servus. Servus.
Grüß Gott. Grüß Gott. Ich möchte Geld einzahlen für die Alpspitzrestaurant GmbH. Das sind lauter kleine Scheine, aber das macht ja nun ja wahrscheinlich nichts aus. Ein bisschen Wechselgeld kann man ja immer brauchen. Aber nicht da hinten anstellen. Ja. Hallo. Der Herr Direktor persönlich. Ein ziemlich müder Betrieb. Sie kriegen Ihre Augenkammer auf den Stein. Wer bloß nicht frech, sonst lass er die hinten anstellen. Der Herr Direktor wollen sicher die Steuereinheit kontrollieren, wie immer. Jawohl, wie immer. Nachzählen, ob noch alle Zahnräder drauf sind. Das Personal ist auch nicht mehr das, was es einmal war. Du noch ein Wort, gell? Das war halt das letzte Mal. Bitte in die vordere Kabine. Direktor, der Herr Walter hat heute Dienst. Ja. Ah, der Herr Walter. Danke. Ja, aus wie ist das im Leben, gell? Unsere einer muss überall zahlen. Die Herren Direktoren, die können gratis fahren. Das Walter. Tenzi, komm doch einmal einen Moment her. Ja. Ein Backerl in Silberfolie, wo haben Sie denn das hin? Da war kein Backerl in Silberfolie, das hätte ich doch gemerkt. Jetzt regen Sie noch nicht so auf. Ne? Das wird halt wahrscheinlich diese nette Dame da, die was ich grüß Gott. Die Berlinerin. Ja, die, wo bin ich dabei war, die Berlinerin. Da war ihr Geld drin. Was denn? Und mein Gesellschaft hat's auf die Bank gebracht. Aber Ihre Frau, die ist doch überfallen worden. Ja, ja, nein. Ja, aber dann haben wir die vielleicht das Geräucherte geraubt. Ja. Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Wie vom Erdboden verschwunden, das Backerl. Ja, also wenn da wirklich das Geld drin war, dann hat sich der, der es gefunden hat, bestimmt sehr gefreut drüber. Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander, wie Regen und Sonnenschein. Noch so viel Pech. Ich muss einmal ganz bestimmt einen ganzen Haufen Glück kommen, gell? Komm, setz dich. Ja. Du, ich glaube, ich träume. Und dann fliegt doch Geld von mir. Das ist ja wirklich ein Geld schon. Du, ich träume nicht. Das ist ja echter. Das ist wirklich. Das Geld. Da soll nur einer sagen, dass der Freitag der 13. kein Glückstag ist. Glück oder Pech, ich schwöre dir. Am nächsten 13. bleibe ich im Bett. Alles vollständig. Bin ja mal schon froh, dass alles wieder da ist. Wir freuen uns schon sehr, gell, Alfons? Ja, mein, das war wieder. Okay, bitte. Das nächste Mal, den Kühlschrank gehört nur das Geräucherte. Ja, da sind Sie, ja. Ja, grüß Gott. Meine Frau. Freu mich. Also, die Gewürzluft macht ja wirklich hungrig. Jetzt würde ich ja gern ein Stückchen von Ihrem Geselchten da probieren. Es tut mir leid, das ist zu spät. Wieso? Das Geschäfte hat sich nämlich in Geld verwandelt. Ach, wie geht denn das? Ja, mein, bei uns in Bayern, da ist vieles möglich. Oh ja. Na, also, wie kam denn das? Ja, jetzt kommen wir mal. Ist nämlich so. Das kann man nicht so einfach erzählen. Das ist ja nur noch so viel. Die Lampen werden einzeln. Ja. Wo haben Sie mein Gesellschaft? Was denn, mein Greichertz? Ich weiß nicht, wer ein Greichertz ist. Ein Backel mit Silberfolie. Es war da am Tisch gelegen. Das wird ja die Zenzi einpackt haben mit Sack im Rucksack. Zenzi, komm doch einmal einen Moment her. Ja. Ein Backerl in Silberfolie, wo haben Sie denn das hin? Da war kein Backerl in Silberfolie, das hätte ich doch gemerkt. Jetzt regen Sie noch nicht so auf. Ne? Das wird halt wahrscheinlich diese nette Dame da, die was ich grüß Gott. Die Berlinerin. Ja, die, wo bin ich dabei war, die Berlinerin. Da war ihr Geld drin. Was denn? Und mein Gesellschaft hat's auf die Bank gebracht. Ja, aber. Aber Ihre Frau, die ist doch überfallen worden. Ja, ja, nein. Ja, aber dann haben wir die vielleicht das Geräucherte geraubt. Ja.
Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Wie vom Erdboden verschwunden, das Backerl. Ja, also wenn da wirklich das Geld drin war, dann hat sich der, der es gefunden hat, bestimmt sehr gefreut drüber. Glück und Pech liegen manchmal ganz nah beieinander, wie Regen und Sonnenschein. Nach so viel Pech muss einmal ganz bestimmt einen ganzen Haufen Glück kommen, gell? Und setz dich. Ich glaube, ich träume. Und dann fliegt doch Geld von ihnen. Das ist ja wirklich ein Geld schon. Du, ich träume nicht. Das ist ja echter. Das ist ja wirklich. Soll nur einer sagen, dass der Freitag der 13. kein Glückstag ist. Glück oder Pech, ein Schwörer. Am nächsten 13. bleibe ich im Bett. Alles vollständig. Bin ja mal schon froh, dass alles wieder da ist. Wir freuen uns schon sehr, gell, Alfons? Ja, mein, das ist wieder. Okay, bitte. Das nächste Mal, den Kühlschrank gehört nur das Gereicherte. Ja, da sind Sie, ja. Ja, grüß Gott. Meine Frau. Freue mich. Also, die Gebirgsluft macht ja wirklich hungrig. Jetzt würde ich ja gern ein Stückchen von Ihrem Geselchten da probieren. Es tut mir leid, das ist zu spät. Wieso? Das Geschäfte hat sich nämlich in Geld verwandelt. Ach, wie geht denn das? Ja, bei uns in Bayern, da ist vieles möglich. Oh ja. Na, also, wie kam denn das? Ja, jetzt kommen wir mal. Wo ist sie? Ja, Kruzi, Türken. Hast du sie nicht gefunden? Doch. Ich hab's gefunden. Aber ich hab der Gerde was versprochen. Was soll das heißen? Steckst du vielleicht mit ihr unter einer Decke? Was hey, langsam, das hat doch keinen Sinn. Lass ihn doch erst einmal reden. Mein Gott, was ist denn los? Ist der Gerde was passiert? Nein, nein, Maria, keine Angst. Der Gerde geht's gut. Du wirst das gleich erfahren. Ich bin jetzt 63 Jahre alt und seit über 30 Jahren Hochzeitslader. Aber sowas ist mir noch nie passiert. Man lernt eben nie aus. Was soll denn das jetzt wieder heißen? Wo ist die Braut? Sag endlich, wo meine Frau ist. Also gut, Leute, hört's zu. Ich habe euch jetzt was mitzuteilen, was im ersten Moment sehr traurig klingt. Aber für mich schaut so aus, als ob das eher ein großes Glück ist. Respektive gerade wird. Die Gerde möchte mit dem Simon Hofstetter zusammenbleiben. Was sagst du da? Du Lump, du! Hör doch mal auf! Also los, Max, erzähl schon. Aber komm gleich zur Sache. Also gut. Ich hab die Gerde getroffen. Und sie hat mir von dir erzählt. Von dem Mannsbild, der nicht weiß, dass zur Liebe auch eine Zärtlichkeit gehört. Und dass er oft betrunken ist. Und sie schon mal geschlagen hat. Und dann hat es von ihrer inneren Stimme geredet, die ihr schon immer gesagt hat, sie möchte mit dem Simon zusammen sein. Wenn der Bräutigam schon vor der Hochzeit so lieblos zu seiner Braut ist, wie mag er erst dann nach der Hochzeit werden? Die Gerte hat sich ihre Entscheidung alles andere als leicht gemacht. Aber jetzt, wo sie mal getroffen ist, da sei ihr ein Riesenstein vom Herzen gefallen. Lenz, du wirst es jetzt nicht einsehen oder verstehen. Aber langfristig ist das die richtige Entscheidung. Das wäre nie gut gegangen mit euch zwei. Kiemeier, du musst nicht sagen, wo die Gerte ist. Ich muss selber mit ihr reden. Tut mir leid, Linz. Das kann ich nicht. Ich hab's der Gerte versprochen. Und am Schluss habe ich der Gerte nur eine Frage gestellt.
bist jetzt glücklich. Und sie hat gesagt, so glücklich bin ich mein ganzes Leben noch nicht gewesen. Tja, tut mir leid, dass meine letzte Hochzeit so ausgeht. Aber ich kann die Gerte nicht verurteilen. Ja, du warst der Einzige. Gerte, bitte, komm mit mir. Nur eine halbe Stunde. Was soll das bringen, Simon? An einem Tag wie heute? Wenn nicht heute, wann denn dann? Ich hab dich beobachtet. Kein einziges Mal hast richtig gelacht. Du hast nur so das Gesicht verzogen. Und früher, da hast du immer so schön gelacht. So richtig von Herzen. Gerti, komm, komm mit mir. Das geht nicht. Das ist jetzt so entschieden worden. Ja und? Von wem ist das entschieden worden? Zu laut. Wenn es jemand hört. Du hast es jedenfalls nicht entschieden. Das waren schon eure Eltern. Denen hat es schon verdammt gut in Kram gepasst, dass ihr zusammenkommt. Ich hab mich schon auch gefragt. Das darfst man glauben. Wen willst denn damit anrühren? Doch nur dich selbst. Mir brauchst nichts vor mir. Hast du dich selbst gefragt, ob du das wirklich willst? Verstehst du das denn nicht? Du hast nur ein Leben. Bring mich raus hier. Kirmeier, schau bitte, dass der Linzi zu viel Saft. Der soll lieber mehr tanzen. Leider hin ja schon. Schon gut, Frau Schneidecke, ich pass schon auf. Hast du die Braut gesehen? Ich habe jetzt keine Zeit, Opa. Ich brauche noch 400 Punkte, dann habe ich einen neuen Rekord. Scheiße! Ich glaube, die Gerti ist weg. Ich hab schon überall nachgeschaut. Wenn die wer anders entführt, mache ich die dafür verantwortlich. Danach, mal halblang, ja. Da ist halt die Entführung übernehmen. Wir wollten die Gerti nur im Nebenraum von unserer Wirtschaft verziehen. Ja, geschäftstüchtig war's ja schon immer, ihr Schneidecker. Der Hofstädter ist der Einzige, der nicht da ist, außer der Gerti. Du, wenn da irgendwas schiefläuft, wir haben so viel Zeit für die Hochzeit. Mach dich haftbar. Ja, schon gut, Maria. Zuerst muss ich die Gerti mal finden. Und dann schauen wir weiter. Den Strauß hab ich. Mit sich müssen auf jeden Fall die anderen zwei. Tanzt einfach weiter. Hübsche Madeln sind nicht nur da. Ich richte.